Am Abend des 7.10.2022 fand in der Asklepios Kinderklinik St. Augustin eine Organspende statt. Dazu waren 5 Blut- und Organtransporter von Vikram Medical Münster und 1 Blut- und Organtransporter des Arbeiter-Samariter-Bundes Ostwestfalen-Lippe im Einsatz und verließen die Kinderklinik am 8.10. zwischen 2 und 4 Uhr. Dabei verließen sie diese alle ohne eingeschaltetes Sondersignal und nur 2 schalteten es kurz später ein, obwohl die Organe selbstverständlich den gesamten Weg mit Sondersignal hätten gefahren werden müssen. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut.